Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Rivals of Ixalan Spoiler Alarm Serie. Mein Name ist Christopher Bossel, bei mir sitzt Patrick Portele. Wir starten direkt mit den grünen Karten und als erster gibt es einen Mehrvolk, die Urwurzel-Elite. Für ein grünes, ein farbloses Mehrvolk-Krieger 1-1. Immer wenn ein anderes Mehrvolk unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf ein Mehrvolk deiner Wahl, das du kontrollierst. Ein anderes Mehrvolk ist genderneutral. Das Mehrvolk. Ja. Er kann sich selber pumpen, das wäre wahrscheinlich ganz gut, weil 2-2 will ich schon gerne haben für 2 Mana. Und er kann natürlich, wenn du ihn wirklich zu ein 2 spielst und dann halt viele Mehrvolks hinterher, die können alle schon werden. Außer Kontrolle geraten, aber wirklich toll finde ich ihn nicht. Mich erinnert es ein bisschen an Anafensa Kintree Spirit aus Dragons of Tarkir. Okay, aber die war gut. Aber die hat immer nur die kleinsten Leute gepumpt und der kann sich das aussuchen. Okay, das ist vielleicht dann. Aber sie ist halt 2-2 gewesen, aber dafür Legendary, dafür ist der nicht Legendary und 1-1. Also ich glaube, so schlecht ist der gar nicht, wenn wir das in Relation sehen. Ja. Verstehe, und ja. Anafensa ist gespielt worden, wird auch ab und zu in Modern auch noch gespielt. Ja, aber da wegen dem Combo-Potenzial mit Kitchen Finks, nicht wahr? Oder im Spirit Deck. Ja. Das ist halt absurd mit Mausoleum Wanderers. Ja. Also ich finde den eigentlich ganz cool für das, was er macht. Die Frage ist, ob ich genug Platz für so viele Zweierdrops habe. Ja. Also ich nach Modern Legacy oder Vintage das nicht schaffen. Nein. Tut mir leid. Ah, ja. Ah, der Vorstoß ins Unbekannte und der Partner sagt, ah, das ist so unpassend, Flavor loose gerade. Warum? Du musst sagen, was? Der Vorstoß ins Unbekannte. Was? Nicht ah, sondern was? Das tust du, wenn du das wüsstest. Es ist das Unbekannte. Ja, es ist ein Vorstoß. Ins Unbekannte. Er versteht nicht. Für ein grünes eine Hexerei. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erkundet. Ja. Ja. Und du darfst in diesem Zug ein zusätzliches Land spielen. Ja. Das ist eine gute Karte. Das ist überall, wo steht, du darfst ein zusätzliches Land spielen, das ist eine gute Karte. Ja, es ist ein Explore, das ein Mana nur kostet, aber dich halt nicht fix eine Karte ziehen lässt. Ja. Also du brauchst eine Kreatur, was natürlich blöd ist, Turn 1. Das aber ist ein bitter, Turn 2 könntest du die Kreatur schon haben, die es dann erkundest oder so noch ein Land ziehst und das auch legen kannst, was dich dann Turn 2 auf 3 Länder bringt, Turn 2 auf 3 Länder bringt, was schon richtig gut wäre dann. Ja. Also. Bis halt Turn 3 auf 4. Die Frage ist halt, wann will ich auf mehr Länder sein? Will ich Turn 2 schon 3 Länder haben oder reichen mir Turn 4 3 Länder? Ja, aber dann musst du bedenken, dass dich das ja ein Land kostet. Also ein Mana, weil du es tappen musst. Also Turn 2 3 Länder haben und Turn 4 3 Länder haben, Turn 3 4 Länder haben, so, ist halt schon, damit 4 Mana kannst du halt Turn 3 schon fette Sachen casten. Ja. Sag ich ja. Also das, ja, ich finde die Karte gut. Ich mag Karten, wo drauf steht, du darfst ein zusätzliches Land spielen. Mhm. Best Friends mit Lotus Cobra. Das auf jeden Fall. Spiel 2 Fetchländer. Break beide Fetchländer. Kriegst urviel Mana. Und erkunden durch mit der Lotus Cobra. Das ist eine 3-2 Lotus Cobra. Bam, bam. Ich liebe Lotus Cobra. Weiter geht's. Vorbotin der Herolde. Die letzte Vorbotin. Ja, für ein grünes, 3 farblose Mehrvolk Speer. 3-2. Wieder same stuff für Mehrvolk. Wenn sie ins Spiel kommt, suchst du deine Bibliothek nach einer Mehrvolkkarte. Misch deine Bibliothek, also zeigst du es offen vor, misch deine Bibliothek, legst das Viech drauf. Mhm. Immer wenn ein anderes Mehrvolk, oder du suchst Chameleon Colossus im Modern für Matthias. In Memoria. Der beste Mehrvolk. Der beste Mehrvolk, genau. Immer wenn ein anderes Mehrvolk unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf die Vorbotin der Herolde. Ja, das ist die einzige, wo der Effekt dauerhaft ist, dafür ist die einzige, die es halt auch nur auf sich selber macht. Bei den anderen machst Damage oder verlierst Leben oder machst halt verfügende eine Kreatur, die kann halt selber groß werden. Ja, ich glaube halt dadurch, dass die kostet halt auch 4 Mana. Die Mehrvölker sind halt alle ersetzbar untereinander wahrscheinlich. Und die Mehrvölker sind halt im Gegensatz zu den Dinos, wo du das Argument gehabt hast mit fetten Dinos, es gibt halt keine fetten Mehrvölker, bis auf Tishana oder wie die heißt. Ja, und das ist der größte Dreck. Das willst du nicht suchen. Ja, wahrscheinlich. Also das ist ein sie ganz, ist nicht so schlecht, ganz, aber sie kostet halt schon viele Mana und ich glaube, für Standard ist sie zu langsam. Hör auf zu flamen. So. Weiter geht's. Ja. Das war der erste gespoilerte oder einer der ersten gespoilerten Karten. Nein, der allererste, ja. Galter, der Urhunger. Der hat auch Urhunger. Kostet 10 farblose 2 grüne, ist ein ältester Dinosaurier, ist 12-12. Quadratisch praktisch gut. Galter, der Urhunger, kostet beim Wirken x weniger, wobei bei x der Gesamtstärke der Kreaturen entspricht, die du kontrollierst. Mhm. Verursacht Trampelschaden. Ja. Der hat so dünne Arme wie du.
Das ist ein T-Rex. Hör auf, T-Rex-Witze zu machen. Diese T-Rex-Witze im Internet finde ich nicht lustig. Wo es alle solche Bilder machst du haben. Liegestütz? Finde ich nicht lustig. Klimmzug. Aber er kann. Kien bringt er immer. Der macht Klimmzüge mit der Goschen. Der zieht sich mit seinem Mund drauf. Der ist. Der Kiefer. Könnte zusammen Oberarm trainieren gehen. Weißt du was? Die Frage ist. Zur Karte, du unlustige Figur. Die Frage ist, ob der gut ist. Ja, das habe ich mich schon öfter gefragt. Also er trampelt einmal, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Genau. Und die Frage ist, wie schnell bringe ich ihn aufs Board? Ja, ich glaube, das nächstgelegene ist Metalwork Colossus. Und den hast halt schon sehr günstig, nämlich gratis meistens gespielt. Ich meine, da zahlst du noch immer zwei Grüne. Ja, weiß ich schon. Aber ein 12-12 Trample, Metalwork Colossus war kein Trample, der war einfach 10-10 straight. Mhm. Ist halt schon eine echte Ansage. Also, der ist zum Beispiel ein Trottel, den ich mir vorstellen kann, dass ich in das One-Off spiele mit deinem Vorboten und such, wenn ich das Board habe, wo er sinnvoll ist. Und wenn ich das Board nicht habe, dann halt nicht. Ja. Es ist halt, ich glaube halt, bei dem ist es die Problematik, dass er einfach legendär ist. Wenn der nicht legendär wäre, dann wäre so viel Kombo-Potenzial in dem Ganzen. Ja, weil es halt, wie halt die Kolossus. Nächsten und sowas. Ja, ja. Das wäre geil, aber so ist halt. Er kostet halt jedes Mal noch immer zwei Mana, Minimum. Metal ja, aber Colossus war der nächste Erste, nächsten Zweiten, nächsten Dritten, alle gratis und dann hast du 30 okay, Power on Board. Aber wenn ich das habe, ist halt... Ja, ja, dafür Trample ist halt schon... Trample ist gut. Schon richtig Ace, gut. Ace halt auch gut. Also du kannst halt nicht sagen, im Dino-Deck, wann kann ich ihn frühesten spielen? Ich rampe mich in Turn 1 und 2, sagen wir, ich habe in Turn 3 3 Mana. Ja, spielst du dann 3-3er. Dann spielst du einen 4-4 und dann spielst du einen 4-5 und dann kannst du ihn praktisch gratis casten. Turn 6 kannst du für 2 Mana locker casten. Turn 6, dann 12-12er Trampler ist schon okay. Ja, also Turn 6 kannst du den problemlos eigentlich casten. Du kannst den mit, wenn du mit der Kurve früher anfängst, nämlich mit dem 2-Mana, der 3-3 wird, kannst du den Turn 5 schon casten. Mhm. Und Turn 5 an 12-12er Trampler, wenn es dir vielleicht noch Eile gibst mit dem roten, geschmackvoll. Ich will den Modern mit Death Shader. Ich bin Modern Death Shader. Als One-Off. Als One-Off. Traverse in den? Ja, ja, im Junt Death Shader. Ah, komm. Dann gibt es die Jadelichtjägerin. Mhm. Die hätte eigentlich nach Kamigawa passt. Ja, mit Jade. Ja. Ja. Für zwei Grüne ein farbloses 2-1. Wenn die Jadelichtjägerin ins Spiel kommt, erkundet sie erneut. Ja. Das heißt, entweder du ziehst zwei Karten. Oder sie ist eine 4-3 oder sie ist eine 3-1, 3-2 und du hast eine Karte, ein Land gezogen. Ja. Sie ist okay. Sie kann dich auch durch die Bibliothek dingen lassen, wenn du halt die Karte nicht magst, ist ein Friedhof, nächste wieder ein Friedhof. Ja, also sie ist, ich finde sie okay. Ja, sie ist jetzt Preis-Leistung für 3 Mana, kriegst du ziemlich sicher immer eine 3-2 wahrscheinlich. Also ja, ja. Ein Land wird da möglich ein Land. Genau. Aber du kannst halt auch einen 4-3er bekommen. Genau, aber auch eine 3-2 ist für 3 Mana ja nicht furchtbar. Ja, ja. Plus eine Karte, also plus ein Land. Ja, ja, ist schon, also die Karte ist schon okay, so wie sie ist. Ja. Finde ich ein nettes Design wieder. Ja. Nettes Design, wieder wirklich feines Design. Diese Edition. Die ist halt einfach sehr harmonisch. Ja. Ja, die sucht das Jadelicht deshalb. Mhm. Der Pfad der Entdeckung. Jetzt hättest du A sagen müssen. Vorher hättest du was und jetzt ist A, weil du entdeckst. Vorher unbekannt, verstehst? Mhm. Ein grünes 3 farblos, eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erkundet sie. Mhm. Wie gut ist das? Nicht 4 Mana. Nicht 4 Mana gut? Nicht 4 Mana gut. Weil ich kann mich erinnern, wir hatten, immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Das finde ich gut. Ja, das ist besser. Ich meine, erkundet sie ist ja vergleichbar, weil du ziehst eine Karte, dann machst du +1/+1, was ja auch eine Karte, also zumindest eine halbe Karte wert ist und du kannst, hast deinen Draw-Step ein bisschen manipuliert, aber 4 Mana und nachher Kreaturen hinterher spielen? Nee. Genau. Leider nicht. Der Polyraptor. Jetzt kommt der Polyraptor, der ist auch so ein feines Art. Ja, eben, genau deswegen. 2 grüne, 6 farblose, ein Dinosaurier, 5/5. Erzürnen, immer wenn dem Polyraptor Schaden zugefügt wird, erzöge einen Spielstein, der eine Kopie des Polyraptors ist. Den möchte ich so oft erzürnen, wie es nur geht. Ja, stell dir vor, du spielst einen, der wird erzürnt, hast 4 erzürnt. Da muss doch auch irgendwas geben, wo du... Ja, der immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kriegt sie einen Damage. Ja, gibt's.
gibt. Endless. Ja. Draw. Wenn es gar nichts mehr geht, einfach. Du musst sogar. Ja, ja, sag ich jetzt. Das heißt, dann ist ein Draw. Ja. Weil nichts mehr anderes passiert. Es geht ja nicht mehr vom Stack runter. Nein. Also du kannst den Enchantment irgendwie selber kaputt machen. Ja. Lol. Geil, oder? Naja, semi. Aber es wäre ein Grund, warum man das Erzürnendeck bauen möchte. Ja, der schaut einfach richtig fein aus. Ich acht Mann ist halt richtig, leider auch richtig viel. Ja. Es ist. Na, das werden wir dann am Schluss besprechen. Okay. Ich erinnere mich daran, dass ich was sagen will. Zum Polyraptor. Ja. Okay. Aufgrund des Polyraptors. Jawohl, ich bemühe mich. Schlussfolgerung. Die am Ende von Grün oder am Ende von allem? Am Ende von Grün, von allem. Immer wieder. Blitzschnelle Behüterin. Zwei Grüne, ein farbloses Meerful Krieger. Die hat Flash, 3-3. Das ist schon mal ganz okay. Mhm. Wenn die blitzschnelle Behüterin ins Spiel kommt, erhält ein Mehrvolk deiner Wahl, das du kontrollierst, Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Ist doch okay. Jo, ist okay. Wird sich im Modern auch nicht durchsetzen. Jein, weil du halt für 3 Mana sowohl Kopala als auch die Kira spielen kannst. Kira macht es halt mehr oder minder auf allen, Kopala macht es auch mehr oder minder auf alle. Ja, aber für Standard ist das natürlich so gut. Ja. 3 Mana, 3 Flash ist schon gut. Mehrvolk wird auch was sein. Das glaube ich auch, dass jetzt eher was ist als beim ersten Mal. Ja. Jetzt kommt. Ah, Huster. Entschuldigung. Der Cousin vom Strauch. Knospendriade. Schau, ist auch Knospendriade. Nicht Strauch, sondern Driade. Knospen. Ein Grün ist noch kleiner. Ein grünes 4 farblose 2-2. Ja. Erzeuge zu Beginn jedes Versorgungssegments einen 1-1er grünen Saprolink-Kreaturenspielstein. Mhm. Und Saprolink, die du kontrollierst, erhalten +2/+2, solange du den Segen der Stadt hast. Ja. Nicht so gut wie mein Strauch. Ja. Also wenn du das nicht so gut wie mein Strauch. Turn 5 spielst, hast du mit ihr allein 6 Permanents. Dann kriegst du einen Upkeep, einen grünen Saprolink, dann hast du 7 Permanents. Dann spielst du es, dann hast du 8 Permanents. Wenn du davor, vor Turn 5 irgendwelche Kreaturen gespielt hast, hast du Turn 6, sie plus einen 3-3er, ja. Dann hast du Turn 6, das was 5 Mana wert ist. Mhm. Das finde ich zu viel Arbeit. Mhm. Meine, natürlich, wenn sie unbeantwortet wird, explodiert sie und der Gegner ist tot. Aber das glaube ich dauert. Es gibt halt auch sonst nichts, wo ich Saprolinge machen kann, oder? Dass ich irgendwie Saprolinge aufs Board zaubern kann, dann spiele ich das Turn 5 und dann habe ich alle meine bisherigen Saprolinge schon die urfetten Monster und fetzen dich mit Ranken oder sowas. Ich glaube eigentlich nicht. Das irgendwie dadurch, dass so viele Editionen jetzt immer wieder waren, es gab schon ein Saprolink-Thema, aber ich glaube, das war in einer Reprint-Edition. Das kann sein. Ich mag halt solche Karten vom Prinzip her. Finde ich cool. Ich finde halt, diese Triade selber bräuchte bessere Stats, damit ja, sich das soll, Ganze auszahlt. Sie soll selber halt 4-4. Ja, oder halt 2-4 oder 3-3, ja, irgendwas, wo es ein bisschen... Halt schon auch, also 4-4 würde ich ein bisschen viel finden, ja. Was? Dann wird es gespielt werden. Ja, dann macht sie 4-4 und dann macht sie sofort eine... Und stell dir vor, dass du für 5 Mana eine 4-4 und eine 3-3, das wäre halt 7 Mana. Naja. Gut, ich meine, es gibt auch Alpha-Regosaurus. Ja, eben. Aber also von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ah. Die nächste Karte. Die wird sehr viel gespielt werden. Glaube ich auch. Verwüstendes Brontodon. Doppelgrün, ein farbloses Dinosaurier, 3-4. Den kannst du in den Dinosaurier-Deck spielen. Genau. Der ist schon mal overpowered für die Coast, unter Anführungszeichen, und für 1 opfere das verwüstende Brontodon-Stern-Artefakt an eine Verzauberung deiner Wahl. Ja. Und der macht auch das Enchantment kaputt, das deinen Endlos-Polyraptor-Trigger auflöst. Mhm. Oha. 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 Dann machst du zuerst mal eine Million davon. Million dann kommt der ja, also der ist einfach solide. Ja. Der ist halt 3-4 für 3 Mana, was gut ist. Und er ist halt das Artifact Enchantment Removal. Der ist ein guter Angreifer. Der ist gut offensiv als 3-4er, der ist gut defensiv. Und der ist eine gute Utility. Und Utility halt auch gut. Ja, der ist super. Super Brontodon. Ja. Hätte rare sein können auch eigentlich, oder? Ja, aber wenn er ankommen ist, beschweren wir uns nicht. Nein, absolut nicht. Dann gibt es die Wanderung der Donnerherde. Für ein grünes, ein farbloses, eine Hexerei. Zeige als zusätzliche Kosten, um die Wanderung der Donnerherde zu wirken, eine Dinosaurierkarte aus deiner Hand offen vor oder bezahle einen farblosen Mana. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standard-Landkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Weißt du, wie ich gehypt am Anfang dieser Karte war? Ich habe sie gelesen und habe mich verlesen und dachte, wenn du einen Dino hast, zahlst du eins weniger. Also dachte, dann das halt wäre ein Mana Rampant Growth gewesen. Ich war, Herzinfarkt, geil, yeah. Aber es ist halt ein 3-Mana-Rampant-Growth. Wenn du einen Dino hast, ist es halt ein Rampant-Growth.
Ja, du kannst halt nur Standard-Landkarten. Genau, das ist Rampant Growth. Ja. Also ich finde immer Rampant Growth gut, ich finde gut, dass die Karte wieder gibt. Und ich fürs Dino-Deck finde ich es auch solide. Finde ich auch voll okay. Aber das ist halt sonst 3 Mana kostet, ist halt ein bisschen zart, leider. Ja, weil du halt, du wirst halt Dinosaurier hoffentlich haben. Es ist halt, kannst das Dino-Deck kann nämlich schon wirklich viel suchen. Ja, du kannst. Das Dino-Deck kann sich seine Saurier raussuchen, seine Länder und jetzt noch einmal seine Länder. Ja, plus es hat Mana-Accelerator-Kreaturen. Ja, du kannst ja auch problemlos 3, sogar wenn du den Schwarzen unbedingt spielen willst, sogar 4-färbig sein könnte es. Aber mit dem Schwarzen spielst du halt nur ein Schwarz oder 2 Schwarze und dann kannst du seine Ability nicht so gut nutzen. Ja, du hast halt Unclaimed Territory auch, was da. Genau, ja, hättest du auch noch, ja. Also du kannst dich schon austoben, ja. Schon cool. Finde ich auch gut, dass das gibt. Ja, ich finde es schade, dass halt, weißt du, wenn es ein echtes Rampant Growth wäre, könnte ich es halt auch in meinem Yund-Ramp-Deck spielen. Weil dann habe ich endlich einen 2-Mana-Ramp-Spell, einen echten, den es halt nicht gibt momentan. Aber sie bleiben halt dabei, dass sie einfach keinen drucken. Ja, phasig wieder zurück, ja, da geht es phasig. Rampant Growth würde mir reichen. Dann gibt es den halsstarrigen Schwertzahn. Mhm. Wieder ein Dino, der ist auch leibend. Ja. Ein grünes, 2 farblose, 5-5. Du darfst in jedem deiner Züge ein zusätzliches... 2 grünes, 1 farbloses. 2 farblose, ein grünes. Du hast 1-1 gesagt, oder? Nein. Also 3 Mana. Ein grünes, 2 farblose. Ja, sorry. Du darfst in jedem deiner Züge ein zusätzliches Land spielen. Der halsstarrige Schwertzahn kann nicht angreifen oder blocken, es sei denn, du hast den Segen der Stadt. Da haben wir jetzt wieder diese Klausel, ich bin super blad, aber ich kann nicht angreifen oder blocken. Genau. Ich bin auch 3 Mana 5-5, was ja auch, wenn ich sofort angreifen oder blocken könnte, eine Frechheit wäre. Ja. Aber das zusätzliche Land spielen ist ja auch schon wirklich gut. Voll. Die Frage ist halt, ob es gut genug ist, dass du für 3... Es ist halt ein 3 Mana Enchantment in Wirklichkeit, bist du halt dass gesegnet halt mehr Länder spielen lässt. Ja. Das ist schon okay. Es ist weil schon das okay, weil das Enchantment halt dann auch irgendwann aber im Zeitpunkt was wird. Aber davor kann man das Enchantment leicht abschießen. Also leicht ist ein Enchantment, was ich meine, weil Creature Removal hat halt jedes Deck. Ja, aber du willst halt dein Creature Removal auch nicht unbedingt auf den fetzen, der halt noch nichts macht. Das ist halt sein großer Vorteil. Er liegt am Anfang nur da und schaut Bass. Ja. Aber es passiert halt nichts. Und bis zum Midgame tut er dir nicht weh. Und da schieße ich lieber das andere Zeug ab. Damit ich halt nicht und dann den Segen kriege, zum dann Beispiel. Dann unterschreibt er im Parteibuch. Dann ist badabada. Und auf einmal ist jeder, der kommt von denen, 3 Mana 5-5. Ja. Also ich finde den schon gut. Ich habe den gesehen und mir hat der instant gefallen. Ja. Vielleicht kannst du auch das, was ich ja versucht habe zum Schluss, das Dino-Deck einfach kleiner machen. Das ist halt wirklich nur 2 Mana, 3 Mana, 4 Mana Drop ist und halt nur den Regosaurus Alpha 5 Mana Drop, sodass du halt durch deine ganzen 3-Mana-Drops und die Länder einfach die Masse an 10 bekommst und du einfach die 4 Dinos hast und 6 Länder und dann geht's schon los. Ja, es ist halt 10 Permanents ist schon viel. Sie hätten halt auch irgendwie 7 draus machen können. Ja, nein, ich glaube, ich finde 10 ist viel, aber ich denke, es hat schon einen gewissen Sinn, weil es muss halt schon eine Challenge sein, ja. Ja. Na gut, kommen wir zur letzten grünen Karte. Letzte Karte, auch ein so schönes Artwork. Der Weltenformer für ein grünes 3 farblose Mehrfolg-Schamane 3-3. Immer wenn der Weltenformer angreift, kannst du die obersten 3 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof legen. Wenn der Weltenformer stirbt, bringe alle Länderkarten aus deinem Friedhof getappt ins Spiel. Mhm. Ich will den spielen, aber ich weiß nicht in welchem Deck. Ich weiß nicht, ob ich immer die obersten 3 Karten in meinen Friedhof legen will. Ich sag's da. Und ja, ich weiß halt 4 Mana 3-3. Ja, er müsste 3 Mana kosten, glaube ich. Ja, irgend sowas. Also. Er hat halt Potenzial, weil du halt deinen Friedhof zu einer zusätzlichen Source machen kannst, was halt immer gut ist. Und weil du halt dann die Länder kriegst, das ist der Ramp dich auch. Aber ich sehe es halt nicht. Ich weiß nicht, wohin. Ja, ich auch nicht. Aber ich würde den gern spielen, weil ich finde den Effekt ziemlich geil. Ja. Es ist ja, es gibt ja jetzt in Modern so ein bisschen, aber für Modern ist er halt leider wieder zu schwach. Jetzt fangen es an, diese Grizzly Salvage Deck früher aus Innistrad. Mit Sate Wayfinder und Grizzle Salvage und sowas. Ja. Und Resto Angel, Siege Reno und Umbrella Rides zu spielen. Mhm. Für so ein Deck wäre halt geil. Ja. Weil er dann wieder die Länder auch retour bringen könnte. Ja, und halt dich enabled sozusagen. Und ich kann Angel of Serenity spielen. Oh. Ich will in Modern Angel of Serenity spielen. Ist eine Challenge. Ja, mit dem wird's gehen, aber... Dafür ist Modern halt zu schnell. Das glaube ich nämlich auch, dass bis der draußen ist, bist du halt gestorben. Ja. Ziemlich. Und vor allem, dann spielt er halt Torment Crypt oder irgendeine Bubble. Rest in Peace. Rest in Peace und dann speibst du am Tisch. Speiben. Na gut,
Das war's zum heutigen Spoiler. Wir sehen uns morgen mit den mehrfarbigen Karten. Da freue ich mich auch schon auf mehrere Karten. Sehr hart. euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Und uns natürlich auch im Shop, im Spielraum Wien antreffen. Immer wieder mal. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, wa? Machst du das auch? Ton? Scheiß drauf, warte mal. Achso, du hast den Stress, du willst zuerst einmal.